Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Weihnachtszeit. Heute gibt es noch wieder einen kleinen Photoshop-Tipp, und zwar geht es um den Blendmodus Luminanz. Und zwar, wenn ich mit einer Gradationskurve arbeite und lege die mal hier an, indem ich auf dieses Icon klicke, steile ich erstmal den Kontrast richtig kräftig auf und dann seht ihr, dass also hier die Sättigung auch zugenommen hat. Das Grün ist etwas grüner und leuchtender. Und mit einer Gradationskurve sollte das nicht sein. Eine Gradationskurve sollte also wirklich nur hell und dunkel hier manipulieren, ohne die Farben zu verändern. Und deswegen sollte man also, wenn man mit einer Gradationskurve oder einer Tonwertkorrektur oder dergleichen arbeitet, immer auch den Blendmodus beachten. Also ich setze den Blendmodus auf Luminanz. Also Luminanz bedeutet ja nichts anderes als Helligkeit. Und jetzt seht ihr also, dass diese Sättigung hier wegfällt. Und wenn ich jetzt einfach mal hier diese Gradationskurve hier reinhole, verändert sich tatsächlich nur die Helligkeit dieser Pixel, aber die Sättigung, die bleibt unangetastet. Und dadurch kann ich also hier wunderbar mit der Gradationskurve Korrekturen vornehmen, ohne wirklich die Sättigung hier zu beeinflussen. Das sind so Kleinigkeiten, denen sollte man sich gewahr sein, wenn man also ein Composing macht und an den Farben, an den Helligkeiten schraubt, was man überhaupt macht. Also bei so einer Geschichte hier, wenn es um Kontrast geht, um Helligkeit geht, dann immer den Blendmodus auf Luminanz. Okay, das war mein Video für heute, kurz und knackig. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und morgen gibt es garantiert auch wieder ein Video. Tschüss!